meine Lieben, willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, eure Steffi. Und heute gibt es mal wieder ein Make-up-Video. Ich habe mir so durch den Kopf gehen lassen, was ich ungefähr machen könnte. Ich weiß nicht, ob das hinhauen wird, weil ich vieles davon noch nicht ausprobiert habe. Aber wir werden ja sehen. Wir werden uns überraschen lassen. Ich dachte, heute mache ich mal wieder ein Video mit Perücke, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Meine Grundierung und meine Augenbrauen habe ich schon gemacht. Meine Videos werden sonst immer mega lang. Ich meine, werden sie so oder so, weil ich so viel quatsche, aber who cares? Genau, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich bin für meine Haare zurück und setze mir die Perücke auf. Ich jetzt mal ein bisschen weiter rangeholt. So, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Augen-Make-up. Als ich meine Grundierung gemacht habe, habe ich das schon mal ein bisschen drauf gegeben, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Ich nehme den Eye Lift Corrector von Make-Up Factory, um meinen Lid vorzubereiten für den Lidschatten. Dann kommen wir auch schon zu der Palette, die wir heute benutzen, und zwar mein neuester Schatz in meiner Sammlung, die Anastasia Beverly Hills Prism Palette. Ich habe sie nur ein paar Mal benutzt und sie schon in mein Herz geschlossen. Und als Transition Color nehme ich zuerst Unity. Unter Unity gehen wir direkt mit Eden rein. Und in den Außenwinkel verblende ich in die Farben und auf mein bewegliches Lid ein bisschen mit Lure. Ja, irgendwie sowas. Und jetzt verblende ich das nochmal ein bisschen mit Eden. So, jetzt machen wir natürlich eine Cut Crease. Dafür nehme ich meinen NYX HD Studio von der Organic Concealer. Jetzt gehe ich wieder in die Lure und gebe das wieder hier außen auf das Lid. Und ich denke, ich gehe mit Parallel noch ein bisschen ganz da außen rein. Und jetzt gehe ich ein bisschen in Sphinx und gebe das auf die Mitte meines beweglichen Lides. Farben lassen sich aber auch so affengeil verblenden, ey. Diese Palette ist einfach so toll. Und den Rest meines beweglichen Lides, die Innenseiten quasi, fülle ich jetzt mit Lucid auf. Unter mein Auge versuche ich mal Saturn zu setzen und unter mein Auge innen setze ich Sphere. Und jetzt geht es darum, was ich in meine Cut Crease setze. Dafür benutze ich, ich denke mal, drei verschiedene Eyeliner. Einmal die NYX Vivid Brights in Vivid Escape und Vivid Halo. Und einmal den Liquid Eye Designer von Make-Up Factory. So, dann nehme ich mir jetzt einmal den Liquid Eye Designer und setze mir in meine Cut Crease erstmal so ein paar Punkte rein. Jetzt nehme ich mir den gelben Vivid Brights in 04 Vivid Halo und zeichne ein paar Blütenblätter um diese schwarzen Punkte herum. Und jetzt nehme ich den grünen Vivid Bright in der Farbe Vivid Escape und versuche damit irgendwie Blätter zu malen. Ich versuch's mal. Ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas hinkriege. Sieht voll schön aus. Ich gehe vielleicht mit dem Liquid Eye Designer noch mal ein bisschen über die schwarzen Punkte drüber, dass sie nicht so ganz verschwinden unter dem Gelb. Das sieht so schön aus. Ich habe natürlich noch einen grünen Kajal ausgepackt und zwar von Make-Up Factory, also mit der Nummer 27. Tschüss. Okay. Oh, ich bin scheiße. Braucht ja zum Glück niemand. Und den gebe ich mir jetzt auf meine Wasserlinie. So, bevor ich jetzt das nächste angehe, was zu diesem Look gehört, mache ich mir erstmal Blush und Highlighter drauf. Als Blush benutze ich das Essence Blush Up Powder Blush in der Farbe 10 Heatwave. Und als Highlighter benutze ich heute den Mislin Glow for It Strobing Highlighter, Strobing Powder, in der Farbe Mind Glowing. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Experiment, nämlich habe ich vor, bei diesem Look mir Fake Freckles zu machen. Habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht, aber ich denke perfekt dafür, also in meinem Sortiment jetzt, was ich zu Hause habe, ist der Brow Chica Wow Wow von Mislin in der Farbe Brownie. Das ist ein Filz Liner für die Augenbrauen. Mal schauen, was ich damit hinkriege. Sieht man das in der Kamera überhaupt? Weil hier im Spiegel ist es so richtig bäm und in der Kamera, glaube ich, sieht man gar nichts. Okay, das Wichtigste ist auf jeden Fall, denke ich, beim Fake Freckles machen, dass es
halt aussieht, als wäre es so willkürlich drauf gesprenkelt. Also deswegen machen es auch viele mit Pinsel. Das ist nicht so plakativ, wirklich gleich große Punkte. Ich glaube, das Wichtigste bei Fake Freckles ist, dass die Größe der Punkte gut abgemixt ist und immer unterschiedlich. Und halt echt nicht so akkurat angeordnet. So, jetzt werde ich mir einen Kajalstift schnappen. Und zwar von NYX, den schwarzen Kajalstift. Und werde versuchen, mir damit ein paar Rosen hier auf den Vorderkopf zu malen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich werde damit nur vorzeichnen. Na gut, das hat jetzt einigermaßen funktioniert. Ich bin echt nicht gut darin, Sachen auf meinen Körper zu zeichnen. Nein. Jetzt nehme ich mir erstmal die NYX Ultimate Brights Palette und dann werde ich diese ganzen Blümchen, die ich mir gerade auf den Kopf gemalt habe, erstmal ausmalen. Kann man machen. Ich habe es versucht, immer so jedes Blütenblatt und jedes Blatt immer so einen dunkleren Ton anzufangen und dann so hell auszufäden. Und jetzt nehme ich mir, denke ich, aus der Palette noch so ein Rosa und gehe hier nochmal drum und fäde das ein bisschen zur Stirn hinaus. So, und damit das Ganze jetzt auch wieder gut aussieht, nehme ich nochmal den Liquid Eye Designer von Makeup Factory und umrande die Blumen nochmal. Falls das schön ist, nehme ich mir jetzt nochmal meinen gelben Eyeliner und mache hier noch solche Blütenknospen, was auch immer das ist. Das haben noch manche Blumen, so gelbe, die so rausgucken. So, jetzt nehme ich nochmal den grünen und versuche bei den Blättern mal so ein paar Falten reinzumalen. Ich weiß, so richtig professionell sieht es jetzt nicht aus, aber ich hatte Lust mal sowas zu probieren. So, und jetzt fehlen auch nur noch die Lippen. Hä, nee, warte mal, Quatsch. Ich muss doch noch meine Wimpern machen. Um meine Wimpern zu tuschen, benutze ich heute mal die Bad Girl Bang Mascara von Benefit. Ich versuch's mal mit Parallel aus der Prism Palette. Ich versuch's einfach mal ein bisschen noch dunkler zu schattieren. Bin jetzt auch noch mal ein bisschen in Obsidian reingegangen, um hier noch mal ein bisschen zu schattieren. Jo, das sieht ein bisschen besser aus. So, jetzt klebe ich mir erstmal meine BH Cosmetics Wimpern auf in dem Style D301. Die Wimpern sind aufgeklebt und jetzt kommen noch die Lippen. Ich habe hier von Anastasia Beverly Hills ein Liquid Lipstick in der Farbe Carina. Carina. Und ich wollte so ein bisschen Blurry Lips machen. Ich habe das jetzt wieder runtergenommen, weil es ganz schlimm aussah. Es sah aus, als hätte ich mir die Lippen aufgebissen. Please don't hate me so much. Ich mache jetzt einfach Baby Lips drauf von Maybelline. Der färbt auch ein bisschen ein und sieht ein bisschen blurry aus. Das ist nicht so heftig. Viel schöner, der ist auch ein bisschen glossy. Und fertig ist das Make-up. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Genau, wenn dem so ist, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert und Glocke aktivieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon auf den Frühling freut. Ich freue mich total. Ich kann es kaum erwarten. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und sorry, ciao!